Das ist es, was wir eigentlich unterdrücken wollen. Rauschen. Heute werden wir uns mal darüber unterhalten, wo das Rauschen herkommt. Und wir wollen es heute mal ganz bewusst erzeugen. Herzlich willkommen bei Technik selbst erlebt. Was ist eigentlich Rauschen? Rauschen entsteht durch natürliche Schwankungsprozesse, die völlig ungeordnet, mit anderen Worten zufällig sind. Deshalb benutzen echte Zufallsgeneratoren solche natürlichen Rauschquellen für die Erzeugung von Zufallszahlen. Digitale Zufallsgeneratoren erzeugen nur Pseudo-Zufallszahlen, die sich nach gewisser Zeit immer im gleichen Muster wiederholen. Auch digitale Rauschgeneratoren können kein ungeordnetes natürliches Rauschen erzeugen. Hier wiederholen sich ebenfalls die Abläufe in bestimmten Zeitintervallen. Man kann Rauschen auch interpretieren als Überlagerung von vielen Schwingungen mit unterschiedlicher, zufälliger Frequenz und Amplitude. Sind die Frequenzen gleichmäßig im Spektrum verteilt, spricht man, in Anlehnung zum Licht, von weißem Rauschen. Eine Mischung aller sichtbaren Spektralfarben ergibt ja auch weißes Licht. Diese Analogie behält man auch bei der Beschreibung verschiedener Rauschspektren. Von Rosa-Rauschen spricht man beispielsweise, wenn die Amplitude mit steigender Frequenz abnimmt, sowie auch lichtrötlich wird, wenn ihm die höherfrequenten blauen Anteile fehlen. Es klingt wesentlich dumpfer als weißes Rauschen. Rauschen kann also auch farbig sein. Normalerweise ist dieses Rauschen für uns unerwünscht und der Grund dafür, dass es eine Nachweisgrenze für elektrische oder akustische Signale gibt. Schwache Signale gehen einfach im Rauschen unter. Wo kommt das Rauschen aber nun her? Zunächst müssen wir mal unterscheiden zwischen den Rauschquellen im Inneren unserer Schaltung und den äußeren Rauschquellen auf dem Übertragungsweg von Signalen. Dazu zählen zum Beispiel Störungen bei der Rundfunkübertragung, die durch die Luftelektrizität oder Schwankungen der Leitfähigkeit infolge äußerer Strahlung entstehen, also kosmische Strahlung oder das Prasseln des Sonnenwindes auf die Ionosphäre. Bei Magnetbandaufzeichnungen entsteht ein Grundrauschen, weil die ungeordneten ferromagnetischen Partikel im Magnetband immer eine kleine Magnetisierung mit unterschiedlicher Stärke und Richtung haben. Wir beschäftigen uns aber mehr mit den wichtigsten inneren Rauscherzeugern. Das thermische Rauschen entsteht in jedem Leiter und wird deshalb auch Widerstandsrauschen genannt. Es entsteht durch die ungeordneten thermischen Bewegungen der Ladungsträger im Leiter und nimmt mit der absoluten Temperatur und der Größe des Widerstandes zu. Wenn Ladungsträger eine Potentialbarriere überwinden müssen, zum Beispiel bei PN- oder Metall-Halbleiterübergängen, tun sie das nicht alle gleichzeitig, sondern einzeln nach einer statistischen Wahrscheinlichkeit. Diese minimalen Stromschwankungen machen sich als sogenanntes Schrot- oder Schottky-Rauschen bemerkbar. In Halbleitern ändert sich unregelmäßig die Zahl der freien Ladungsträger durch Entstehung neuer Elektronenlochpaare oder Rekombination von Elektronen mit den Löchern. Das Funkelrauschen wird auch Kontaktrauschen genannt und nimmt mit der Frequenz ab. Es entspricht einem rosanen Rauschen und wird bei hohen Frequenzen von anderen Rauschquellen überdeckt. Insgesamt sind die Rauschquellen vielfältig und immer noch Gegenstand von Untersuchungen. In beschränktem Ausmaß kann man durch die Konstruktion oder Ausmessen von Bauelementen das Rauschen in Schaltungen minimieren. Welchem Zweck dienen nun Rauschgeneratoren? Den Einsatz in Zufallsgeneratoren hatten wir ja schon angesprochen. Geeichte Rauschgeneratoren können zur Rauschmessung eingesetzt werden. Man vergleicht die Rauschpegel am Ausgang einer Schaltung ohne und mit Rauschgenerator am Eingang. Schickt man ein weißes Rauschen über einen Verstärker oder einen Übertragungsweg, ist das fast so, als würde man alle Frequenzen gleichzeitig einspeisen. Sieht man sich das Spektrum am anderen Ende an, kann man auf einen Blick erkennen, wie der Frequenzgang ist oder ob es Resonanzstellen gibt. Rauschgeneratoren werden auch gebraucht für die synthetische Klangerzeugung. In vielen Geräuschen steckt ein Zufallselement und damit ein Rauschanteil. Zum Beispiel Rhythmusinstrumente wie Becken oder Maracas. Applaus von großen Menschenmengen. Zischlaute in der Sprache. Das Blätterrauschen im Wind.
oder Regengeräusche. Bei meinen Versuchen mit Rauschgeneratoren hatte ich das beste Ergebnis mit einer ganz einfachen, diskret aufgebauten Variante. Als Rauschquelle dient eine Z-Diode. Sie sollte wenigstens 7 bis 8 Volt Sperrspannung haben. Alternativ geht auch eine in Sperrrichtung geschaltete Basis-Emitter-Diode eines Bipolartransistors. Anschließend folgt ein zweistufiger Transistorverstärker. Die beiden Transistoren haben eine ziemlich hohe Stromverstärkung. Das Schöne ist, man muss nicht auf rauscharme Bauelemente achten, eher im Gegenteil. Man kann da noch viel experimentieren mit verschiedenen Rauschquellen. Auch Betriebsspannung und der Strom durch die Z-Diode spielen eine Rolle. Im Bereich bis 25 kHz sind die Frequenzen ziemlich gleichmäßig verteilt. Ein nachgeschalteter Tiefpass ändert die Verteilung im Spektrum, wie man sehen und auch hören kann. Die errechnete Grenzfrequenz liegt bei etwa 2,35 kHz. Ja, das sollte wieder nur eine kleine Anleitung für eigene Versuche sein. Ihr könnt eure Ergebnisse ja mal in den Kommentaren posten und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder.